Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist etwas Besonderes, denn es ist in Zusammenarbeit mit euch entstanden. Ich habe auf Instagram einen Aufruf gemacht, ob ihr mir ein Video schicken möchtet, eine Minute, euer Lieblingsbuch. Und es sind einige Videos zustande gekommen. Da soll mal einer sagen, die Jugend von heute liest nicht mehr. Falls es euch interessiert, was jetzt die Lieblingsbücher der anderen sind, dann bleibt am besten jetzt dran. Hi, ich bin Laura, ich bin 19 Jahre alt und ich will euch heute eins meiner Jahreshighlights von 2020 vorstellen. Und zwar ist es Verity von Colleen Hoover. Und in Verity geht es um Lowen. Lowen ist eine Autorin und bekommt das einmalige Angebot, dass sie die bekannte Psychothriller-Reihe von der Autorin Verity weiterschreiben darf, da Verity eben verhindert ist. Und um das besonders gut machen zu können, darf sie in Verities Haus, in ihrem Büro arbeiten, um dort eben Einblicke in ihre Manuskripte zu kriegen. Und während sie in ihrem Haus arbeitet, lernt sie nicht nur den Ehemann Jeremy kennen, sondern entdeckt auch noch ein paar Geheimnisse, die ihr Leben ganz schön auf den Kopf stellen. Ich glaube, mehr würde ich auch gar nicht über den Inhalt sagen, weil ich finde, je weniger man weiß, desto mehr wird man überrascht. Und genau das hat das Buch bei mir eben. Es hat mich total überrascht. Und genau deswegen ist es auch eins meiner Jahreshighlights. Ich habe damit absolut nicht gerechnet. Und ich kann es definitiv weiterempfehlen. Für alle, die gerne New Adult lesen, aber auch so ein bisschen Spannung oder so ja, leichte Thriller-Elemente mögen. Genau, für die Leute ist das Buch eigentlich mega der Shit. Leute, lest es. Ich kann es nur empfehlen. Hallo, ich bin Hannah und ich bin 18 Jahre alt und ich zeige euch heute Die Päpstin von Donna Cross. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, weil es einfach um eine unglaublich starke Protagonistin geht. Johanna wird im Jahr 814 in Bingen geboren und hat damals als Frau überhaupt keine Rechte. Sie ist nur das Eigentum ihres Vaters und theoretisch später das ihres Ehemanns. Durch verschiedene Gelegenheiten lernt sie lesen, schreiben und erfährt später eine heilkundliche Ausbildung. Als Mönch verkleidet zieht sie ins Kloster Fulda und später nach Rom und wird Leibarzt des Papstes. Dann am Ende wird sie sogar selber Papst. Aber keine Sorge, ich habe euch nichts gespoilert, es steht alles hinten auf dem Buchrücken. Aber es geht ja eher darum, wie das alles kommt und ihr Leben als Frau verkleidet als Mann, dass es nicht auffällt. Und gleichzeitig spielt sich auch noch eine kleine Liebesgeschichte ab. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und eine wirklich große Leseempfehlung für euch, weil es unglaublich gut geschrieben ist. Hallo, mein Name ist Tabitha. Ich bin 21 Jahre alt und wohne in Freiburg und ich konnte mich leider nicht für ein Buch entscheiden. Das erste Buch, das ich vorstellen will, heißt Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen von Ulla Scheller. Ulla Scheller ist noch eine sehr junge Autorin. Sie hat dieses Buch während dem Abitur geschrieben und darin, wie sie die Protagonisten beschreibt, spürt man einfach, wie nah dran sie tatsächlich in dieser Zeit ist. Und es geht hier um Hannah und Ben, die nach dem Abitur zusammen wegfahren und dabei jede Menge Abenteuer erleben, aber vor allem sich selbst besser kennenlernen. Und es ist wirklich eine Geschichte, die von der ersten bis zur letzten Seite spannend ist, bei der man nicht weiß, wie es ausgeht. Das zweite Buch heißt Spinner von Benedikt Wells. Ich liebe Benedikt Wells Bücher generell und Spinner ist mein absoluter Favorit. Benedikt Wells beschreibt hier die Geschichte von Jesper, ein Junge, der nach dem Abitur nach Berlin gezogen ist, mit dem großen Ziel, einen Roman zu schreiben. Und ob er das schafft und was er sonst noch erlebt, erfahren wir hier in Spinner. Ein unglaublich schönes Buch mit einem so präzisen Schreibstil. Also ganz viel Spaß beim Lesen. Hey, und mein Lieblingsbuch ist denn Thoroughglass. Und ja, ich muss euch gerade einblenden, weil ich es vor einem Jahr einer Freundin ausgeliehen habe und mich einfach nicht traue, es zurückzuverlangen. In diesem High-Fantasy-Jugendbuch geht es um Selena, die gefürchtete Assassinin der Welt. Doch seit einem Jahr muss sie jetzt in den Sklavenminen von Envy arbeiten, weil sie gefangen genommen worden ist und wird dabei nicht mehr lange überleben. Doch dann kommt der Kronprinz Dorian und bietet ihr einen Deal an. Wenn sie für ihn in einen Wettkampf gegen 23 andere Schwerverbrecher zieht und gewinnt und daraufhin 4 Jahre lang als die Privatassassinin des Königs arbeitet, bekommt sie die Freiheit. Doch im Schloss warten mehr Gefahren und Geheimnisse als gedacht. Und jetzt 5 Gründe, warum ihr es unbedingt lesen solltet. Punkt Nummer 1. Es macht so süchtig, dass ich einmal nur den ersten Satz nochmal lesen wollte und einfach die ganze Nacht wach blieb, um es zu rereaden. Punkt Nummer 2, ihr könnt endlich euren ganzen Taschentuchvorrat aufbrauchen. Punkt Nummer 3, der 7. Band ist das epischste, was ich je erlebt habe. Und dabei dachte ich immer, man braucht für Epik Filmmusik. Punkt Nummer 4, Dorian, Elide, Manon oder Manon, Selena, Roran. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und Punkt Nummer 5, ihr könnt endlich mitdiskutieren, wie die ganzen Namen ausgesprochen werden. Hallo, ich bin Shelly von Shelly's Bookshelf und ich bin 23 Jahre alt und zeige euch jetzt meine Lieblingsbücher.
Zum einen ist das die Harry Potter-Reihe, die die meisten von euch ja kennen. Und es fühlt sich einfach bei jedem Lesen an, wie nach Hause zu kommen. Dann die Begin-Again-Reihe, die ich leider gerade nicht zur Hand habe. Beziehungsweise Begin-Again und Trust-Again, weil ich Monas Schreibstil einfach liebe, die ganze College-Atmosphäre und die Charaktere einfach alle total toll fand. Und zum dritten dieses Buch hier, The Sea Sisters, das heißt im Deutschen Die Landkarte der Liebe, ist keine Liebesgeschichte, sondern mal wirklich was anderes, sondern es geht um Schwesternliebe und die Beziehung von zwei Schwestern, die sich auseinandergelebt haben. Und es geht auch ums Reisen und ich bin halt ein sehr großer Reisefreund und deswegen löst das in mir halt voll das Fernweh aus und es ist einfach total schön, ist an richtig schönen Orten in der Welt spielt es, also so wie Maui und Bali, Australien, und es ist einfach total toll und ich habe es richtig geliebt und ich habe es genossen, es zu lesen. Hallo, hier ist Martina, ich bin 20 Jahre alt und ich würde euch gerne mein Lieblingsbuch vorstellen, beziehungsweise eines meiner Lieblingsbücher, und zwar einmal Ein Hund zu Weihnachten von Greg Kinkade. Also der Autor schreibt richtig wunderschön. Erstmal hier speziell geht es um den jungen Todd, der im Radio einen Aufruf hört, und zwar, dass die Tiere oder die Hunde ein Zuhause suchen für die Feiertage, über die Feiertage. Dann versucht er, seine Familie zu überreden und sogar so weit, dass er alle Bewohner der Stadt Kansas, dass sie alle halt einen Hund aufnehmen, und ja, das bewegt die Stadt ein bisschen sehr. Und es öffnet die Bewohner mehr, sie öffnen sich mehr, also sie, ja, die Hunde geben Weihnachten eine neue Bedeutung für die Bewohner, und das finde ich eine sehr schöne Sache. Stellvertretend sind nochmal andere Bücher, die, also drei Stück. Eins habe ich noch nicht gelesen, aber alle haben immer eine Botschaft, finde ich, drin. Also die Hunde übermitteln eine wunderschöne Botschaft und es ist eine wunderschöne Geschichte für die Feiertage oder für die Weihnachtszeit. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch nochmal durchlesen, den Klappentext, und ja, es sind sehr schöne Bücher, sind es auf jeden Fall. Erwärmt das Herz. Hallo, ich bin Alicia und ich habe heute zwei Bücher, die ich vorstellen möchte, weil ich mich absolut nicht entscheiden konnte. Und zwar einmal Solange sie tanzen von Barbara Leczewski. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, dieses Buch ist meiner Meinung nach viel zu unbekannt. Es geht hier um Ada, das ist eine ältere Dame, die sehr vergesslich wird, und wir begleiten sie durch ihren Alltag. Es gibt auch Zeitsprünge zwischen früher und heute, sodass man sehr viel über ihre Person erfährt. Und dieses Buch ist wunderschön und super emotional. Und alle, die sich gerne mal die Augen ausheulen möchten beim Lesen, denen kann ich dieses Buch nur ans Herz legen. Ja, und als zweites habe ich Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Da geht es ganz kurz zusammengefasst um einen Friedhof, von dem Tote auferstehen. Und ja, lest es einfach. Also es war mein erster King und ich kann es auch jedem nur empfehlen, der noch nicht weiß, was er als erstes von ihm lesen soll, weil ich finde, es ist ein sehr guter Einstieg. Und es ist auch nicht zu gruselig, aber sehr, sehr spannend, und vor allem der Schreibstil von King, der ist so toll. Also ich würde auch seine Einkaufsliste lesen, wenn es sein muss. Und ja, wer gerne eine ausführliche Rezension darüber lesen möchte, der kann gerne auf meinem Bookstagram vorbeischauen. Da heiße ich Alicias Bücher und da habe ich das ja auch nochmal vorgestellt. Hallo, ich bin Jörn und 38. Und auch ich bin ein Fan von Tonis YouTube-Kanal. Tja, wer hätte das gedacht? Zu meinem Buch Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur von Andrea Wulff. Das ist eine Biografie über den berühmten Naturforscher aus dem 19. Jahrhundert, Alexander von Humboldt. Und er hat sehr viele Reisen unternommen, sehr viele Forschungsreisen, Naturforschungsreisen. Sehr interessant zu lesen, also sehr abenteuerlich, sehr informationsreich auch und teilweise auch ein bisschen urig. Und er spricht überdies auch über viele oder mit vielen berühmten Persönlichkeiten, unter anderem Johann Wolfgang von Goethe und den Evolutionsforscher Charles Darwin. Da quatschen die so ein bisschen miteinander. 433 Seiten, und ich möchte noch einen Satz hier zitieren kurz. Alle Wesen, vom unscheinbaren Moos bis zu den gewaltigen Eichen, vom Insekt bis zu den Elefanten, haben laut Humboldt ihre Aufgabe. Und zusammen ergeben sie das Ganze. Die Menschheit sei nur ein kleiner Teil, aber die Natur selbst sei eine Republik der Freiheit. Tja, ja, schaut es euch an oder lest es halt durch. Ich kann es nur empfehlen. Ja, das war's. Hallo, mein Name ist Alexandra, ich bin 16 Jahre alt und mein Lieblingsbuch ist Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo und der zweite Teil Das Gold der Krähen von ihr. Es ist eine Dilogie und High Fantasy.
In dem Buch Das Lied der Krähen geht es um 6 Außenseiter, die die Mission haben, die Welt zu retten. Und zwar ein Dieb, eine Spionin, ein Verurteilter, eine Magierin, ein Scharfschütze und ein Ausreißer aus reichem Haus. Und lieber du geschafft es wirklich, die Figuren so dreidimensional zu machen, dass man einfach so krass mit denen mitfühlt. Und es gibt, glaube ich, kein Buch, wo ich mich so stark in diese Charaktere verliebt habe. Und die Handlung ist auch so gut ausgearbeitet. Es gibt keine Stellen, wo ich mir denke, die hätten nicht sein müssen. Und es ist dauerhaft spannend und so witzig geschrieben. Und ich kann es einfach nur empfehlen. Und hier gibt es noch eine Karte. Und der Buchschnitt ist auch schwarz. Und das ist ja sowieso schön. Und ich kann das Buch einfach nur empfehlen. Hallo Toni, ich bin Vivian und 22 Jahre alt. Das Buch, was ich zeigen möchte, ist nichts Neues und auch allseits bekannt eigentlich. Aber ich möchte gern ein ganzes halbes Jahr nochmal jedem ans Herz legen, der es nicht gelesen hat. Ich habe es vor 7 Jahren gelesen im Sommerurlaub und es hat mich so berührt und die Geschichte war für mich auch was ganz anderes zu dem Zeitpunkt als alles, was ich vorher gelesen hatte. Und es ist immer noch eines der schönsten Bücher, wie ich finde, und auch eines der krassesten Enden, die mich am meisten emotional mitgenommen haben. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Also wirklich jedem, der es nicht gelesen hat, kann man es eigentlich nur empfehlen. Und ich lieb's wirklich. Hi, ich bin Anna, ich bin 23 Jahre alt und neben dem Klassiker schlechthin Harry Potter ist mein Lieblingsbuch der 2. Band der Drakon-Reihe, der heißt Erdmagie. Und ich lese mal kurz vor, was hinten drauf steht, worum es geht. Lia ist eine Drakon, halb Drache, halb Mensch und ihre Träume sind Visionen der Zukunft. Ihr geheimnisvoller Begleiter Zane ist buchstäblich der Mann ihrer Träume. Während ihrer gemeinsamen Suche nach dem Diamanten Traume überlegt Lia verzweifelt, wie sie verhindern kann, dass sich ihre Vision bewahrheitet und dass Zane die Drakon mit der Magie des Diamanten unterwirft. Das Buch ist deshalb mein Lieblingsbuch, weil ich den Hauptcharakter Lia total sympathisch finde. Ich kann mich total gut mit ihr identifizieren und ich finde halt, es ist kein typisches Fantasy-Buch. Hallo an alle da draußen, ich bin Julia, 25 Jahre alt und ich möchte euch heute mein Lieblingsbuch zeigen. Und zwar ist das von Kieran David, Mehr als nur ein Zeuge. Es ist ein Thriller und es geht in diesem Buch darum, dass ein jugendlicher Junge einen Mord beobachtet und öffentlicher Zeuge aussagen muss, dadurch in Gefahr geriet und ins Zeugenschutzprogramm muss. Dadurch bekommt er eine ganz neue Identität und in diesem Buch dürfen wir verfolgen, wie es ist, eine ganz neue Identität zu haben. Und wie es für ihn ist, öffentlich als Zeuge aussagen zu müssen. Davon gibt es auch noch einen zweiten Teil, der war genauso spannend. Und ja, ich hoffe, euch damit ein tolles neues Buch gezeigt haben zu können. Oder sogar, vielleicht habt ihr es schon gelesen. Ja. Hallo, ich bin Jana und mein Lieblingsbuch ist Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt von Brittany C. Cherry. In dem Buch geht es um Grace, die nachdem ihr Mann sich von ihr trennt, zurück in ihre Heimatstadt kehrt, wo es allerdings zum großen Skandal wird, dass sie und ihr Mann sich getrennt haben und jeder redet über sie, urteilt über sie, verurteilt sie. Und in all dem trifft sie Jackson, der als das Stadtmonster angesehen wird, aber in ihm findet sie sowas wie einen Verbündeten in dieser Zeit. Und neben dem tollen Schreibstil und den richtig gut ausgearbeiteten Charakteren, sowohl die Haupt- als auch die Nebencharaktere, finde ich, wird in dem Buch über das Thema Urteil, Bilden und so weiter viel thematisiert und gesprochen. Jackson sagt an einer Stelle zum Beispiel: Sie werden dich ausbluten, bis du vollkommen leer bist. Und dann fragen sie dich, wie du gestorben bist. Und das beschreibt diesen Umgang dieser Stadt mit Grace ganz gut. Und ja, das ganze Thema wird in dem Buch richtig gut aufgearbeitet. Also lest es, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin Lucy, ich bin 18 Jahre alt. Und schon seit vielen Jahren ist mein Lieblingsbuch Mit Worten kann ich fliegen von Sharon M. Draper. Darum geht es um die junge Melody. Sie ist behindert, kann nicht reden und auch sich kaum bewegen und sie ist hochbegabt. Das Buch ist aufgebaut in ihre Gedanken, wie sie tagtäglich denkt und wie es ihr geht und wie sie ihren Alltag meistert trotz ihrer Behinderung und dass behinderte Menschen gar nicht dumm sein müssen, sondern dass viel mehr in ihnen steckt, als man vielleicht von außen den Anschein hat und wie es ihnen wirklich geht, wenn man sie anstarrt oder irgendetwas anderes tut. Es hat mir sehr geholfen, meine Sicht auf Behinderte zu ändern. Hallo,
mein Name ist Sarah und das hier ist mein Lieblingsbuch, Anchor Up to Me von der lieben Sophia Como. Und ich habe mir überlegt, ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Sommer 1984. Abby ist leblos, so fühlt sie sich jedenfalls, im Hause ihres Onkels. Missbraucht, eingesperrt und ihres Bruders beraubt, bricht sie eines Nachts zusammen und stürzt sich in die Tiefen des Ozeans. Dass genau in dieser Nacht Jake, der Sohn des Leuchtturmwärters, seine Nachtschicht antritt, rettet ihr das Leben. Und das nicht nur körperlich. Auch seelisch spült Abby mit seinen Briefen und Worten langsam wieder auf und lernt es, geliebt zu werden. Doch der Tod scheint mit ihr noch nicht fertig zu sein. Ja, ich hoffe, das hat schon mal ein bisschen euer Interesse geweckt. Ja, was soll ich sagen? Mein Jahreshighlight, seit ich es gelesen habe, ist der Schreibstil von Sophia, ist so toll. Also es ist klar eine sehr tragische, sehr traurige Geschichte. Auch die Stimmung ist sehr drückend. Aber trotz dessen lege ich es jedem ans Herzen, der meint, es vielleicht auch ertragen zu können. Ich weiß, das ist vielleicht nicht für jeden was. Viele lesen lieber locker leichte Geschichten. Aber ja, was soll ich sagen? Ich lege es wirklich jedem ans Herzen. Sophia schreibt wie niemand sonst und ja, lest es alle und schreibt mir dann. Ich freue mich, mich mit euch darüber auszutauschen. Hallo, ich heiße Anna und ja, ich wollte es aber mal mitmachen bei dem Video und meine Lieblingsbücher einschicken. Und zwar sind meine Lieblingsbücher allgemein alle Bücher von Colleen Hoover. Ich kann die Autorin einfach nur jedem empfehlen. Die schreibt einfach so gute Bücher und auch so berührende Bücher. Und ein anderes Buch aber noch ist Die Sterne leuchten immer noch. Da geht es um ein Mädchen, was ihren Freund bei einem Autounfall verloren hat. Der ist ums Leben gekommen. Und die Schwester von dem Freund ist ihre beste Freundin, aber die Beziehung von der wusste keiner, dass die beiden zusammen waren. Und jetzt verliebt sie sich halt nach dem Autounfall neu. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie das darf oder ob sie Schuldgefühle haben muss, weil ihr Ex-Freund ja quasi gestorben ist und ob sie das wieder zulassen darf, die Gefühle. Und es ist auch ein sehr berührendes Buch. Und ja, die beiden sind auf jeden Fall meine Lieblingsbücher. Mein Name ist Antonia, ich bin 21 Jahre alt und eins meiner Lieblingsbücher ist der Roman Zusammen ist man weniger allein von Anna Gavalda. Es geht um vier grundverschiedene Menschen einer etwas verrückten Wohngemeinschaft in Paris, die sich trotz all ihrer Eigenarten doch irgendwie ergänzen. Sie alle finden im Verlaufe des Buches einen Weg aus der Einsamkeit und wachsen dabei so nebenbei über sich hinaus. Ich fand es ein sehr herzerwärmendes und inspirierendes Buch, bei dem ich mich keine Sekunde gelangweilt habe, unter anderem, weil ich so viel über Menschen gelernt habe. Anna Gavalda beschreibt nämlich ihre Figuren so authentisch und einfühlsam, dass man immer mehr mit ihnen mitfühlt, obwohl man vielleicht am Anfang gar nicht so viel mit ihnen anzufangen wusste. Das schafft sie unter anderem mithilfe ihrer Dialoge, die mir auch sehr gut gefallen haben. Mit wenigen Worten lässt sie die Situationen aufleben, sodass man sich eigentlich immer mitten im Geschehen fühlt. Hey, ich bin Tom und eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist Hope von Per Martin. Darin geht es um den 19-jährigen Mattis, der aus Kanada kommt und den großen Traum hat, Journalist zu werden. Seine erste Reportage soll über das Thema Flüchtlinge gehen und auch über Klimawandel und wie das beides zusammenhängt, nämlich dass es sogenannte Klimaflüchtlinge gibt. Und dafür reist Mattis nach Südafrika und begleitet von dort aus ein kleines Kind, oder das ist so ungefähr 10 Jahre alt, schätzt er das, das sich selbst Hope nennt und ursprünglich aus Somalia kommt, auf seiner Flucht in die USA. Und dabei erlebt Mattis eben am eigenen Körper mit, was die Flüchtlinge alles so erleben und erleben müssen auf dieser schwierigen Route. Und das Buch behandelt also ein, ja, schon ziemlich schwieriges Thema, was aber uns eigentlich alle angehen sollte. Und es ist auch unglaublich informativ und gleichzeitig aber auch sehr, sehr spannend geschrieben. Deswegen kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Hallo, mein Name ist Patricia Madeleine und ich bin 15 Jahre alt. Mein Lieblingsbuch ist definitiv Du bist der Hammer, weil jeder von uns der Hammer ist und auch daran glauben soll. Und dieses Buch, Du bist der Hammer, ist der erste Ratgeber bzw. das erste Sachbuch, was mich wirklich davon überzeugt hat und mich gepusht hat. Und ich möchte, dass es dich da draußen auch pusht und deswegen möchte ich euch etwas darüber erzählen. Dieser Ratgeber zeigt dir, was deine Ziele sind, wie du sie erreichen kannst und lässt sich die ganzen Sachen auch in die Tat, in die Wirklichkeit umsetzen. Zudem steckt dieses Buch dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen und deine Selbstliebe. Dieses Buch hat mir nicht nur eine Portion Motivation zusätzlich geschenkt, sondern hat es auch geschafft, als allererstes Sachbuch, dass ich wirklich
die Sachen, die dort drin stehen, dass ich sie getan habe. Es ist richtig locker flockig geschrieben. Ich bin total hinterhergekommen. Ich habe es gesuchtet. Ich habe es geliebt. Diese Motivation, diese Positivität, die in diesen Zeilen geschrieben steht, in mich aufzunehmen. Und es hat mich einfach nur glücklich gemacht. Ich hoffe, dass ihr euch dadurch auch als Hammer bezeichnen könnt, dass ihr euch lieben lernen könnt oder vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Motivation bekommt. Vielen Dank. Hallo, ich bin Giselle und ich bin 18 Jahre alt. Ich habe hier eine Buchreihe, die ich euch heute gerne vorstellen würde, und zwar ist es die Neonbits-Reihe. Es ist eine meiner Lieblingsreihen. Ich bin noch mitten dabei, ich bin gerade beim zweiten Band, Cybertrips, und mittlerweile gibt es 3. In der Reihe geht es darum, dass es ein Virus gibt, das spielt halt in der Zukunft, und es gibt ein Virus, der Menschen in hyperfunktionale Cyborgs verwandelt. Und diese hören, also die werden Mojo genannt, und diese hören auf eine künstliche Intelligenz, die Kami genannt wird. Diese sind eigentlich eingesperrt durch eine Mauer, aber sie durchbrechen diese Mauer und gelangen in die Städte von den Menschen. Es bricht ein Krieg aus und ja, es geht um Leben und Tod und es ist einfach wirklich toll. Es gibt 4 Helden, die natürlich versuchen, die Welt zu retten. Und ja, ob das denen gelingt, wissen wir nicht. Also ich weiß es auch noch nicht. Die Reihe ist wirklich toll. Marie Grashof hat da wirklich, sie hat es wirklich sehr verständlich geschrieben. Also obwohl da viel mit Militär und so vorkommt, es ist sehr verständlich geschrieben. Und ich finde das wirklich sehr toll. Und es macht mir sehr Spaß, diese Reihe zu lesen. Und ich kann sie nur empfehlen. Hi, ich bin Alisa, ich bin 19 Jahre alt und mein Lieblingsbuch ist 50 Shades of Grey, beziehungsweise die ganze Reihe. Ich liebe alle Teile. Ich denke, die meisten von euch werden schon mal davon gehört haben oder kennen das Buch. Aber ich kann ja trotzdem nochmal erklären, worum es geht. Und zwar geht es hier um Ennis Tater und Christian. Und Christian ist so der Typ, der die Frauen nur benutzt, sage ich jetzt mal, zu seinem Vergnügen. Und Anastasia ist so die Frau, die von der großen Liebe träumt. Und trotzdem finden sie irgendwie zueinander. Und was ich an dem Buch liebe, ist einfach, dass man so krass sieht, wie ein Gefühl oder ein Mensch einen verändern kann. Und ich finde die Entwicklung von den beiden total schön. Das Buch ist wunderschön geschrieben, die Wendungen sind toll und ich liebe es einfach. Ich habe es damals geliebt, ich liebe es jetzt noch und es ist einfach mein absolutes Lieblingsbuch. Hallo Tonis Zuschauer, ich bin Nele und 14 Jahre alt und ich möchte euch heute mein Lieblingsbuch vorstellen. Mein Lieblingsbuch ist Offline ist es nass, wenn's regnet von Jessie Kirby. In dem Buch geht es um Marie. Marie ist sehr aktiv auf Instagram und hat sich da schon eine sehr große Community aufgebaut. Aber an ihrem 18. Geburtstag merkt sie, dass sie dort gar nicht sie selbst ist und wie es diese Klischees von Instagram immer bieten, dass sie halt dort immer nur alle ihre Sonnenscheinmomente zeigt, beziehungsweise sich immer glücklich zeigt, obwohl sie das gar nicht richtig ist. Und an ihrem 18. Geburtstag steht plötzlich ein Paket vor ihrer Tür mit Wanderschuhen, einem Wanderrucksack und einem Trail-Tagebuch. Und Marie muss sich eben entscheiden, ob sie jetzt wandert oder nicht. Und Marie entscheidet sich eben für den Trail und macht diesen Ausflug. Und mir hat das Buch richtig gut gefallen, weil es sehr viele wichtige Themen behandelt, wie zum Beispiel Instagram, aber auch Selbstliebe und Selbstfindung. Und der Schreibstil von Jessie Kirby ist richtig, richtig gut. Und ich finde, das Buch ist echt toll, weil man lernt da halt, wie man weniger Zeit auf Social Media bringen kann, wie Social Media halt einen beeinflusst. Und ich kann das Buch einfach nur weiterempfehlen und ich würde auch sagen, dass es sehr gut für mein Alter ist, also so 14-Jährige. Und genau, das war mein Lieblingsbuch. Tschüss! Hallo, mein Name ist Alena, ich bin 17 Jahre alt und ich habe mich für das Buch Cinder und Ella entschieden. Das kennen bestimmt einige von euch. In dem Buch geht es um ein Mädchen, das heißt Ella, und sie hat plötzlich einen Autounfall mit ihrer Mutter zusammen, ist schwer verletzt und hat viele OPs, Reas. Man sieht ja auch an später, dass sie so Verbrennungen hat. Und sie hat vorher immer mit einem Jungen geschattet über Bücher und so, der heißt Cinder. Also es ist ein Deckname von ihm. Und der hat ein Geheimnis. Genau, in dem Buch geht es viel um Familie, um Liebe natürlich auch. Und mit dem Buch wird eine Botschaft so gesehen vermittelt, die ich sehr wichtig finde. Und zwar, dass es auf die inneren Werte drauf ankommt und nicht auf die äußeren. Weil sie hat ja so Verletzungen und so und wird deswegen oft sehr komisch angeguckt. Genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, welches Buch auch immer ihr als nächstes lesen werdet. Tschüss!
Hallo, mein Name ist Verena, ich bin 18 Jahre alt und ich möchte euch die All for the Game-Reihe von Nora Sakovic vorstellen. Bestehen aus The Foxhole Court, The Raven King und The Kingsman. Es ist eine englische Reihe und sie hat mich absolut nicht losgelassen. Ich konnte sie nicht weglegen, die Bücher werden immer besser. Und sie haben mich einfach auf unglaublich positive Art und Weise um den Verstand gebracht. Es geht um Neil. Er ist seit 8 Jahren auf der Flucht vor seinem skrupellosen Vater, dem Schlachter von Baltimore. Sein Leben kommt aber zum abrupten Halt, als ihm angeboten wird, den Palmetto State University Foxes beizutreten. Einem Team aus Verlierern, Versagern, Lügnern und dem absoluten Chaos. Aus Jugendlichen, die aufgegeben wurden, aber eine zweite Chance verdienen, so wie Neil. Aber im Gegensatz zu Neil bleibt der Tod hinter ihm nicht stehen, auch wenn dieser jetzt eine Zukunft vor sich sieht. Und ich kenne wirklich niemanden, der nicht absolut begeistert von den Büchern gewesen ist, der sie gelesen hat. Ich heiße Lisa, bin 19 Jahre alt und mein Lieblingsbuch ist Alles so leicht von McKesson. In dem Buch geht es um die 17-jährige Stevie, die an einer Essstörung erkrankt ist und in ein Therapiezentrum eingeliefert wird. Man begleitet sie in ihren ersten Wochen, in der sie da ihre Heilung antritt. Und erfährt aber auch sehr viel über ihre Vergangenheit und merkt, warum ist es zu dieser Essstörung gekommen. Und ich finde es sehr schön, dass halt die Essstörung als Symptom gesehen wird und nicht als Hauptproblem. Sie wird auch sehr von ihren Mitpatienten unterstützt und das finde ich auch sehr schön dargestellt. Und mit ihrer echt sehr, sehr tollen Therapeutin, mit der man sich wohlfühlt, merkt man, dass die wie langsam mehr begreift, was wirklich Leben ist. Und was ich auch noch dazu sagen muss, man sollte echt triggerfest sein, weil echt ihre Gedankengänge, Gefühle sehr gut beschrieben sind und man sehr gut mitfühlen kann. Und da kann ich nur empfehlen, dass man da auch Abstand wahren sollte. Aber ich finde das Buch super schön, sehr für selbst Betroffene, aber auch für Leute, die sich vielleicht nie so viel darunter vorstellen können. Viel Spaß beim Lesen. Ich bin Lena, 25 Jahre alt und mein Lieblingsbuch ist Das Jahr, in dem ich dich traf von Cecilia Ahern. Ich mag das Buch so gerne, weil ich am Anfang erst dachte, dass es eine Liebesgeschichte ist und sowas lese ich halt nicht so gerne. Aber in dem Buch geht es eigentlich so gut wie gar nicht darum. Natürlich kommt es kurz vor, muss ja bei den meisten Büchern irgendwie mit reingepackt werden. Aber hier geht es hauptsächlich um Jasmine, die ihren Job verliert und dann erstmal gucken muss, wie sie jetzt mit der ganzen freien Zeit klarkommt und wie sie ihr Leben neu gestaltet. Und ja, dann kommt auf einmal noch ihr Nachbar Matt hier drin vor. Der wohnt halt gegenüber von ihr und den beobachtet sie immer aus dem Fenster, weil sie den wirklich gar nicht leiden kann und ihn echt verabscheut. Aber innerhalb dieses einen Jahres lernt sie ihren Nachbar besser kennen. Und ja, ich mag das Buch einfach gern, weil es nicht diese typische Liebesgeschichte ist, sondern viel mit Freundschaft zu tun hat, aber auch mit Selbstfindung. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich heiße Alina und bin 19 Jahre alt und heute will ich euch einer meiner Lieblingsbücher vorstellen, was mir mega gut gefallen hat. Und zwar dieses Buch hier, Shadow Dragon. Es geht in diesem Buch um einen Drachen, der eine riesige Macht besitzt und die Purgatonistin Kai wird in Königshof gebracht und muss dann da eine Aufgabe erfüllen. Es ist richtig spannend geschrieben und ich konnte gar nicht aufhören zu lesen und ich liebe einfach Drachen. Und ja, also ich kann das Buch hier euch wirklich sehr empfehlen. Liest selbst! Hallo liebe Zuschauer von Toni, ich bin Shirin, 15 Jahre alt und darf euch jetzt auch meine Lieblingsreihe vorstellen. Beziehungsweise es ist eine Dialogie von der lieben Tanja Busch. Sie ist eine Selbstpublisherin, aber es hindert mich trotzdem nicht, ihre Bücher vorzustellen. Und zwar ist es Light Dark Lichtweg. Das ist ein Fantasy-Roman. In diesem Buch geht es um Myra. Sie ist 17 Jahre alt und kommt in eine neue Pflegefamilie. Wo sie sich eigentlich ganz gut einlebt, doch auf einmal verschwindet ihr bester Freund und dann bildet sie sich ein, einen Typen zu sehen, der wieder da ist, er wieder verschwindet, dann ist er wieder da, dann verschwindet er wieder und dann ist er auf einmal bei ihr auf der Schule, aber dieser Typ namens Sage hat eine besondere Fähigkeit und Myra hat diese Fähigkeit auch, aber sie weiß es nur noch nicht. Und man begleitet in diesem Buch, wie einfach mit Sage eine tolle Liebesgeschichte entwickelt, wie sie sich zu sich selber findet. Und das hier ist übrigens der zweite Teil, Schattenpfad, und ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Und alles. Hey, mein Name ist Daniela, ich bin 20 Jahre alt. Man findet mich auch bei Instagram unter Danielas Bücherwelt. Und mein Lieblingsbuch ist Begin Again von Mona Karsten. Da geht es halt darum, dass Ellie einen Neuanfang in Wurzel machen möchte und dann bei der Wohnungssuche auf Caden trifft. Caden ist ein ziemlicher Bad Boy. Er hat viele Tattoos und ja, wo dann feststeht, dass Ellie dort bei ihm einzieht, stellt er eine Liste auf von Regeln,
die allerwichtigste ist, wir fangen beide nie was miteinander an. Und so wie man es halt kennt, kommt es halt zum Knistern. Und ja, ich habe das Buch halt zu lieben gelernt, weil ich mit dem Buch halt angefangen habe, so wirklich zu lesen. Lesen mochte ich eigentlich nie, aber mit dem Buch schon. Und ja, ich kann euch alle nur ans Herz legen, dass ihr das Buch selber lest. Und ja. Hallo, mein Name ist Lena Grunwald, ich bin 18 Jahre alt und mein Lieblingsbuch ist After Passion von Anna Todd. In dem Buch geht es um Tessa Young, die in die Washington State University geht und dort auf Harlan Scott trifft. Er ist ein Bad Guy und sie fühlt sich magisch von ihm angezogen und so nimmt die Geschichte langsam ihren Lauf. Und mir hat das Buch sehr gut gefallen und ja, ich habe mit den Charakteren einfach mitgefühlt und die Story ist einfach mega toll und sie wurde an keiner Stelle langweilig. Ja, mir hat auch die komplette Reihe gefallen. Ja, aber der erste Teil ist einer meiner Favorites. Genau. Das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe sehr, 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 sehr doll, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare euer Lieblingsbuch. Dann können wir da uns noch weiter inspirieren lassen. Das würde mich sehr, sehr, sehr doll freuen. Und es wird vielleicht auch noch einen zweiten Teil geben. Also schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da mache ich ja immer Aufrufe, wenn es um solche Videos geht. Und vielleicht seid ihr das nächste Mal ja mit dabei. Tschüss!